Hallo YouTube, es ist wieder mal soweit. Ein neues Video von Dänemark ist online. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und nicht vergessen abonnieren, kommentieren und Daumen hoch oder runter sind kein Muss und völlig freiwillig. So, hallo YouTube. Ja, wie gestern. Ich habe nämlich gestern gedreht, das andere Video, und lade heute zum Sonntag das Unboxing-Video hoch. Ja, es ging, wie im anderen Video schon gesehen habe, um dieses Paket. Keine Werbung, um dieses Paket. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was da drin ist. Und jetzt packen wir das aus. So. Es geht hier in eine weiße Schachtel. Weiße Schachtel. Viele würden sich jetzt wahrscheinlich schon denken, was es sein könnte. Es ist eine weiße Schachtel. Kann man auch drehen. Drehen und wenden. Ja, die weiße Schachtel. Auf dieser weißen Schachtel ist dieses Symbol drauf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja. Und da steht auch das da drauf. Ja, das ist nämlich ein iPad. Ja, ich weiß nicht, ob es schon, ich denke mal, dass es schon iPad-Unboxing-Videos gibt auf YouTube. Deswegen weiß ich, denke ich mal, dass jeder weiß, was da drin ist. Ich weiß es nicht, ich wollte es mit euch hier quasi öffnen. Ich habe es noch nicht geöffnet. Nein, natürlich habe ich nicht bis Sonntag gewartet. Ich habe das Video gestern gedreht, also dieses hier jetzt. Und lade es heute erst hoch, habe es heute erst hochgeladen. So lange warte ich doch nicht, um mein iPad auszupacken. Ja, das iPad. Ihr seht jetzt, ich packe das zum ersten Mal auf. Zum ersten Mal auf. Hier 32 GB. Viele werden jetzt sagen, einfach nur 32 GB. Hätte ich dir bis 64 GB geholt. Ja. Jetzt ist die Folie ab. Hier. Und bin sofort wieder da. Eine Minute. Ja. Also ich habe jetzt einmal wieder das Video geschnitten, gerade eben. Aber nur weil ich sonst hier nur draußen gesessen bin. Draußen gewesen wäre. Ja, das ist das iPad. Die Schachtel ist jetzt von der Folie befreit. Hier. Und jetzt mache ich die Packung auf. Eine sehr schöne Packung, die sehr schwer aufgeht. Was lacht uns da auf der ganz oben natürlich an? Hier auf der Schachtel, hier ist noch nichts drin, hier in dieser Schachtel. Was lacht uns da gleich an? Ganz oben das iPad. Ja. Jetzt muss man es auch noch rauskriegen. Ja, darunter ist dann irgendwie, also das ist das iPad. 3G natürlich. 32 GB. Darunter ist natürlich diese Schachtel hier. Oder der Deckel. Irgendein Papierdeckel, da ist auch was drin. Ich denke mal die Anleitung. Dann haben wir hier das Ladegerät für das iPad, das wir zusammenbauen können. Oder auch nicht. Ah ja, hier haben wir das Ladegerät für das iPad. Und hier das Ladekabel und Datenkabel USB. Was haben wir noch drunter in dieser Schachtel? Unten drunter? Wahrscheinlich nichts mehr. Ich versuche jetzt hier gerade einfach mal das Ding rauszumachen. Aber ich glaube, da ist nichts mehr drunter. Nein, ich glaube, da ist nichts mehr drunter. Wenn jemand was anderes weiß, kann mir gerne sagen, was da drunter ist. Ich reise jetzt da nicht dran rum. So. Hier ist wahrscheinlich eine Anleitung. Ah, das hier ist ganz wichtig für die SIM-Kartenöffnung, die hier drin ist. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Da kommt dann die SIM-Karte rein, wenn man eine hat. Ne? Was haben wir hier noch? Kurzanleitung. Nee, doch. Nee,
konfigurieren, synchronisieren und laden. In allen möglichen Sprachen. Hier eine iPad. Wichtige Produktinformationen. Ja. Und natürlich, ich glaube, das ist üblich bei Apple, Aufkleber. Ich glaube, die kann man nicht richtig sehen, aber das sind Apple-Aufkleber, zwei Stück. Natürlich soll man sich auch noch irgendwo Apple-Aufkleber drauf hinkleben. Das soll man natürlich, ja. Das war in diesem weißen Teil da drin, das ich hier gerade ausgepackt hatte. Ja. Was muss ich jetzt noch machen? Ich muss dieses iPad, glaube ich, noch aktivieren. Das werde ich jetzt dann gleich noch machen. Ja. Und dann werde ich euch mal die Tage darüber mal informieren, wie die Zeit mit dem iPad war. Interessant, was das iPad so tolle Möglichkeiten hat. Ich bin ja eigentlich kein Apple-Fan. Aber das iPad, das hat mich jetzt so irgendwie interessiert, fasziniert. Wie soll ich sagen? Deswegen wollte ich das eigentlich haben. Ich wollte es haben, und das klingt wohl auseinander. Ich wollte es haben, das iPad, aber das ist jetzt auch dann geholt. Erst wollte ich mir die 16 GB Version holen, jetzt habe ich mir die 32 GB Version geholt. Ja, das war also mein Unboxing-Video sozusagen. Mein ungeboxtes Video. Mein Auspacken-Video. Ja. Von meinem iPad. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ihr wisst, ihr dürft gerne kommentieren. Daumen hoch, Daumen runter geben. Abonnieren. 8 Leute haben es ja schon getan. Danke dafür nochmal. Ich bedanke mich in jedem Video für meine Abonnenten. Toll. Ja. Ich kann euch nicht oft genug Danke sagen, weil ich weiß, dass ihr an mich glaubt, dass ihr davon ausgeht, dass ich auch mal richtig gute Videos machen kann. Ja, und das freut mich eigentlich. Und bin ich sehr dankbar darüber oder dafür, dass ich jetzt schon 8 Abonnenten habe. Ja, also ihr Lieben, das war mein iPad-Unboxing. Mein iPad-Unboxing. Demnächst gibt es dann wieder mehr Videos. Ich werde mal schauen, dass ich ein bisschen mehr Videos aufkriege. Also, euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.